Astralreise denn, man? Ich bin aus einem Traum aufgewacht und habe sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, sondern dass ich durch die Gegenstände hindurch sehen konnte. Also beim Fernseher zum Beispiel konnte ich alle Platinen sehen, eine Sicht von oben hat und sieht seinen Körper vor sich liegen. Digga, das ist, glaube ich, das heftigste Gefühl. Das Erste, was ich eigentlich im Moment gedacht habe, ich bin tot, war, von der Zimmerdecke auf meinen Körper gerast bin. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Sollen wir uns Astralreise-Vibes noch reinziehen? Ein kleines Video oder nicht? Eins in den Chat, wenn wir noch ein kleines Video gucken sollen. Und da sind die aktiven Hasen am Start, Langer. Legt ihr alle im Bett und wollt irgendwas zum Einschlafen hören, wa? Ich küsse euer Herz, Alter. Astralreise denn, man. Hi, Andi hier und im heutigen Video. Servus, Andi. Also wie gesagt, Astralreise den Motherfuckers, wir werden uns ein Video reinziehen über meine erste Astralreisenerfahrung und wie es dazu kam. Ich glaube, ich mache die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Weh, wie es läuft. Wird es etwas persönlicher, denn nachdem ich ungefähr gefühlt 1000 Nachrichten erhalten habe, ob ich nicht mal ein Video über meine allererste Astralreise machen könnte, dachte ich mir, ich verbinde es mit einem ganz besonderen Anlass, den es heute zu feiern gibt. Und zwar, mein neues Buch Astralreisen ist ab heute erhältlich. Bei mir ist es nicht so wie bei den meisten anderen ganz spontan passiert, also quasi nachts aufgewacht und haben so gemerkt, so hey, irgendwas stimmt nicht, was passiert denn hier gerade mit mir? Nein, bei mir war es anders. Ich habe in einem Forum davon gelesen, also ich habe einen Beitrag dazu gelesen, da hat eine junge Dame davon erzählt, wie sie mit ihrem Geist ihren Körper verlassen kann und so in einem Abbild der physischen Realität. Hast du das schon mal probiert, Leon? Nee. Nee, hab ich nicht. Also ich habe mal eine Meditation gemacht, wo du so Out-of-Body-Experience bekommen kannst. Und ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dass ich ein bisschen meinen Körper verlassen habe. Aber es war nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel, wie andere Leute beschrieben haben auch, dass ich mich irgendwie da gesehen habe, wie ich liege und versuche zu meditieren oder so. Das ist eine Sache, die ich gerne hinbekommen würde. Dann wirklich aus meinem Körper rauszugehen und zu sehen, wie ich da liege und so ein Scheiß. Das ist halt krass und ich glaube, das ist möglich. Rumspazieren kann. So konnte sie ihre Freunde beobachten und auf Informationen gelangen, die eigentlich vollkommen verborgen waren. Und da dachte ich mir erstmal so, boah, das klingt ja echt richtig spannend und genau so eine Fähigkeit würde ich auch unbedingt gerne haben. Aber im zweiten Moment dachte ich mir dann auch, okay, das kann gar nicht funktionieren. Ich weiß ja so ungefähr, wie die Welt funktioniert und das klingt zwar alles schön und gut, aber das ist bestimmt alles nur Humbug. Ja, also das war so. Digga, ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die so ungefähr wissen, wie die Welt funktioniert. Es gibt so viele Dinge, die wir als Menschen nicht wissen. Ich glaube, es ist auch irgendwie, ja, ich glaube auch daran, dass es Wissen gibt, was uns extra nicht zugänglich gemacht wird, weil sonst die Welt halt anders funktionieren würde. Und bin überzeugt davon, dass es so viel Wissen auch von damals noch gibt, was unterdrückt wurde oder versteckt wird oder einfach nicht übermittelt wurde. Wir können noch so viel lernen, glaube ich. Gerade über uns selber jetzt, scheiß mal aufs Außen, scheiß mal auch auf die Antarktis, auf die Pyramiden und diese ganze Sache. Am Ende des Tages glaube ich, dass wir in uns drin noch eine Riesenreise eigentlich anstoßen könnten, wo wir sehr viel finden, was wir nicht wissen. Eine allererste Meinung, aber irgendwie hat mich das Thema trotzdem so fasziniert und gefesselt und bin dann erstmal auf Wikipedia gegangen. Also ich war erstmal vollkommen verblüfft, dass es da überhaupt einen Eintrag dazu gab, aber je mehr ich darüber... Also weißt du doch, was es ist? Vorhin meintest du keine Ahnung. Ja, ich habe den Begriff Astralreise noch nie gehört. Gelesen habe, habe ich dann gemerkt, so hey, über 1 Million Menschen haben dieses Erlebnis schon mal gehabt. Und das kann gar nicht sein, dass sich das jemand ausgedacht hat. Und so viele Leute haben das quasi erlebt. Und auch im Bereich der Nahtoderfahrung, also Leute, die sehr nah am Tod waren oder an sehr starken Krankheiten litten, die vor der Todesnähe waren oder quasi... Zirbeldrüse den Mann, da sind wir doch wieder beim DMT. Das ist auch so, das habe ich mir auch schon reingezogen, dass wenn du wirklich regelmäßig meditierst und einen krassen meditativen Zustand hast, dass du damit deine Zirbeldrüse aktivierst und das dann auch in geringen Dosen DMT ausgeschüttet wird. Es wird natürlich nie so sein, wie wenn du dir so einen Flash reinziehst, wie jetzt das, was wir mit Keanu besprochen haben oder auch Ayahuasca und solche Sachen. Aber du kannst halt leichte Schübe davon auslösen. Und was ich auch in dem Talk gesagt habe, ist, ich glaube, das bleibt dann auch langfristig halt, wenn du es durchziehst mit der Meditation und kann dich langsam in diesen Mindstate rein transformieren. Sehr betäubt durch Drogenwahn. Sie haben alle dieses Phänomen der Astralreise erlebt und haben davon beschrieben, dass sie sich tatsächlich von ihrem Körper lösen konnten. Also das ist so etwas wie ein Bewusstsein, das getrennt von dem Körper existieren kann, dass es das Ganze gibt.
Und ja, das hat mich einfach unglaublich gefesselt und fasziniert, sodass ich mir einfach jede mögliche Literatur, die ich dazu finden konnte, besorgt habe und habe angefangen, einfach alles zu recherchieren, zu studieren. Und ja, damals war ich 15 Jahre alt. Nachdem ich also voll davon überzeugt war, dass das Ganze funktioniert, dachte ich mir, ist die Zeit jetzt auch mal gekommen, dass ich mir das Ganze auch mal selbst beibringe. Denn in allen möglichen Büchern, Internetseiten und Foren gab es Dutzende von Anleitungen, die man ausprobieren konnte. Und so probierte ich es mal mit der Technik, dann mal mit der anderen. Anfangs war es noch irgendwie so, ja, ich spüre da irgendein Kribbeln und so, da passiert vielleicht in der nächsten Zeit mal was. Aber spätestens nach dem 10. oder 20. Mal wurde mir einfach klar, irgendwie scheint das Ganze nicht zu klappen und ja, vielleicht bin ich dafür auch gar nicht gemacht oder sowas. Echt? Geht das so schnell oder was? 10, 20 Mal? Ja, so hatte ich dann ab und zu mal Zeiten, da war ich voll motiviert und dabei, die Techniken umzusetzen. Dann wurde ich aber immer wieder frustrierter und frustrierter, weil einfach nichts mehr funktionierte. Dann ließ ich es einfach mal wieder für ein paar Tage oder Wochen bleiben. Und so wiederholte sich dieser Kreislauf einfach permanent. Dann wurde ich irgendwann wieder voll scharf drauf, so hey, ja, vielleicht habe ich das und das falsch gemacht, vielleicht habe ich hier oder da was übersehen. Und ja, lass doch einfach das Ganze nochmal wiederholen. Habe ich wieder angefangen, Techniken auszuprobieren, Übungen zu machen. Und ja, es funktionierte einfach nicht. Und das Ganze habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht und habe unzählige an Stunden verschwendet, ungefähr teilweise manchmal 2 bis 3 Stunden am Stück in der Nacht, so vorm Einschlafen. Da habe ich versucht, wach zu bleiben und versucht, mit meinem Geist meinen Körper zu verlassen. Aber das Ganze hat einfach überhaupt nicht funktioniert und es stellte sich heraus, dass das alles einfach nur Zeitverschwendung war. Geisted out, man. Und ja, so kam es dann einfach dazu, dass ich irgendwann gar keine Lust mehr hatte, überhaupt irgendeine Technik davon auszuprobieren. Denn irgendwann hat mich die Sache einfach nur noch genervt. Innerlich habe ich eigentlich schon komplett aufgegeben gehabt, denn ich habe schon nach irgendwelchen Gründen gesucht, wieso das Ganze bei mir nicht funktioniert. Vielleicht war ich zu ungeduldig, vielleicht ja, habe ich mich beim Einschlafen nicht gut genug konzentriert oder habe mich nicht gut genug entspannen können. Und ich fand so immer mehr und immer mehr Gründe. Und irgendwie, obwohl ich es eigentlich auch gar nicht vorhatte oder wollte, kam mir auf einmal so ein Erleuchtungsmoment. Alle Informationen, die ich über das Astralreisen so sammeln konnte, haben sich in diesen einen Moment gebündelt und mir kam es auf einmal plötzlich. Hey, wieso habe ich eigentlich immer versucht, von einem Moment auf den anderen eine Astralreise auszulösen und habe es nicht mal so ausprobiert, dass ich das Ganze etappenweise angehe. Also, dass ich erstmal versuche, in den Alpha-Bewusstseinszustand zu kommen, also dort, wo vollständige Entspannung herrscht. Dann versuche, in den Theta-Bewusstseinszustand zu kommen, also ganz bewusst versuche, einzuschlafen, aber das Bewusstsein soll dabei wach bleiben. Dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was passiert als nächstes. Ich muss irgendwie versuchen... Bewusst einzuschlafen, Digi, Alter, krass. Das ist krass. Mein Astral. Ich glaube, ich werde mich damit auch mal ein bisschen beschäftigen jetzt, nachdem wir uns das hier reingezogen haben. Körper zu aktivieren. Ich muss bestimmte Techniken anwenden, um den Unterschied quasi feststellen zu können. Dann auch, wie ich austreten kann, also wie kann ich Austrittstechniken anwenden. Und so entstand einfach ein kompletter Plan, wie ich das Ganze angehen sollte, also Schritt für Schritt. Und Peter sagt, mache ich jeden Abend, Lul. Echt jetzt? Schwebst du dann rum oder was in der Welt? Komm ich mal besuchen nachts, Bruder, ich will das sehen. Ich wollte das Ganze einfach nicht mehr in einer Nacht schaffen, sondern habe mir richtig viel Zeit dafür gelassen. Und so entstand quasi meine neue Motivation, das Ganze völlig anders anzugehen. Und meine eigene neue Technik war geboren, die heute auch als der Astralreisen-Algorithmus bekannt ist. Und dann endlich, nach über einem Jahr, war es bei mir soweit. Ich bin aus einem Traum aufgewacht und habe sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, denn ich habe in mir selbst so ein eigenartiges Gefühl wahrnehmen können. Es war wie so ein Pulsieren oder so ein Vibrieren, so eine Energie, die sich wie so eine Welle von Kopf bis Fuß ausgebreitet hat. Zudem kam auch noch, dass ich meinen Körper absolut nicht bewegen konnte. Mir war diese Situation schon klar, ich habe davon gelesen. Das ist genau der Moment, in dem der physische Körper schläft, das Bewusstsein aber wach ist. Und Dicker! Der physische Körper schläft und das Bewusstsein wird wach, Bruder. Krass. Mir war dann auf jeden Fall klar, Andi, das ist Film. Das ist der Moment, an dem sich alles entscheidet. Also der Moment, die Chance, eine Astralreise auszulösen. Und so habe ich einfach versucht, mich ruhig zu halten. Ich habe begonnen, diese Schwingungen zu intensivieren, mich versucht, mit denen zu identifizieren und mich einfach komplett darauf einzulassen. So wurde das ist halt auch so eine Sache, ne? Einer hat auch gerade im Chat geschrieben, hört sich interessant an, aber ich glaube, ich hätte zu viel Angst davor. So. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man dann in dem Moment, wenn man sowas erlebt, auf einmal dann auf jeden Fall auch ruhig bleiben muss, damit man da bleibt, ne? Sobald die Gedanken wieder zu krass einsetzen und du wieder in diesem normalen
Film bist, dann wird es, glaube ich, auch zu Ende sein. Sie auch immer stärker und intensiver. Und ich konnte dann zudem auch noch so Geräusche wahrnehmen, so ein Summen, das diese Vibrationen verfolgt hat. Es wurde immer stärker, intensiver. Und je mehr ich mich darauf eingelassen habe und je ruhiger ich damit dann auch wurde, weil irgendwann hat sich das wirklich richtig gut angefühlt, desto mehr verschwanden dann auch irgendwann diese Vibrationen. Und so kam es dann auch dazu, dass ich in mir selbst, also in meiner inneren Wahrnehmung, ja, mein Zimmer sehen konnte. Also es hat begonnen, dass ich mich halt im Bett gesehen habe, dass ich meinen Wandschrank gesehen habe, meinen Schreibtisch. Und alles war halt wirklich so, wie es in der Wirklichkeit auch ist. Die Wahrnehmung wurde immer stärker und immer stärker. Und der könnte halt auch jetzt einfach irgendwas erzählen, ne? So. Und alles wurde einfach... Jetzt, ich will ihm das nicht unterstellen, aber ihr wisst, was ich meine. Immer klarer. Und so begann ich... Wenn man sowas noch nicht erlebt hat, glaube ich, ist es für einen selber voll unrealistisch. So. Meine Hände zu bewegen und sah sie dann auch vor mir. Meine physischen Augen waren zu dem Moment eigentlich geschlossen. Also konnte ich eigentlich nicht physisch sehen, sondern ich habe alles in mir selbst wahrnehmen können. Also es war so eine geistige innere Wahrnehmung. Ich habe meine Hände so angeschaut und sie waren so durchsichtig und haben so geschimmert. Und ich konnte auch so eine Flüssigkeit durch sie durchströmen sehen. Es war aber kein Blut oder sowas, sondern es war eher so eine Form von Energie oder Licht. Küss dein Herz, Alter. Und das war einfach schon so atemberaubend, das anzuschauen. Aber ich habe begonnen, meine Hand durchs Zimmer durchzustrecken und konnte auch sehen, dass sich meine Hand strecken lässt. Und so war ich dann oben an der Zimmerdecke und habe so die Rauheit der Wand gespürt. Das war wirklich sehr, sehr krass. Und das Krasseste war halt dann auch noch, dass ich durch die Wand hindurch fassen konnte. Ich konnte also das Innere der Wand auch spüren. Und das hat mich wirklich so fasziniert, dass ich... Der Samurai sagt gerade, ist auch die Frage, ob man das wirklich braucht. Dann lieber entspannt einen rauchen und Musik hören. Ey, ich sag mal so, also das, was er da beschreibt, hat auch nichts mit irgendwie einen rauchen oder irgendwas zu tun. Das ist halt einfach eine krasse Bewusstseinsebene, die du dafür auch erreichen musst, damit du solche Dinge tun kannst. Und das alleine wird dich in deinem Leben auf jeden Fall prägen. Du wirst bewusster durchs Leben laufen können und, glaube ich, auch ein bisschen mehr vom Leben und von der Welt verstehen. Ich glaube nicht, dass diese Erfahrung jeder machen muss oder will, aber ich glaube schon, dass es eine krasse Sache ist. So. Allein, dass man das machen könnte, wenn man will, würde mich jetzt schon auf jeden Fall so triggern, dass ich das auch gerne erfahren würde. Meine Perspektive vom Bett aus bis nach oben zur Zimmerdecke verfrachtete. Also ich war halt nunmehr nicht mehr in meinem Bett, sondern von oben auf mein Zimmer gerichtet und konnte halt alles von oben sehen. So sah ich meinen Schreibtisch, wie dort alle Stifte rumlagen, alles war an Ort und Stelle. Ich konnte den Fernseher sehen und das Faszinierende war daran, dass ich nicht nur alles so sah, wie es auch in Wirklichkeit ist, sondern dass ich durch die Gegenstände hindurch sehen konnte. Also beim Fernseher zum Beispiel konnte ich alle Platinen sehen, die ganzen Bauteile, die dort verlötet waren. Guck mal, allein das, Bro, krass. In meinem Schrank konnte ich meine Klamotten sehen oder in meiner Kommode die ganzen Sachen, die ich dort lagerte. Das war so faszinierend einfach in diesem Augenblick. Und auch den ganzen Körper, also es war ja nicht mehr so, dass ich einen physischen Körper hatte, sondern ein Abbild eines zweiten Körpers. Und das einfach anzusehen, ist so unbeschreiblich. Aber selbst das, was ich jetzt alles erzählt habe, ist nicht so krass, was mir im nächsten Moment passiert ist. Und zwar sah ich von oben auf mein Bett hinab und konnte meinen physischen Körper genau dort liegen sehen. Es war so unbeschreiblich. Also das ist so ein unglaubliches Gefühl, wenn man... Digga, das ist, glaube ich, das heftigste Gefühl. Eine Sicht von oben hat, schaut auf sein und sieht seinen Körper vor sich liegen. Also das Erste, was ich eigentlich im Moment gedacht habe... Ich bin tot. ...war, bin ich gerade gestorben oder... Wieso? Zur Hölle kann das sein? Wie kann das sein, dass mein Bewusstsein sich außerhalb von meinem Körper befindet? Das war so... schwer zu begreifen, aber dennoch... Das Krasse, ich habe noch gestern daran gedacht, so. Ich lag im Bett und habe an mein Bewusstsein gedacht und auch so eine Art meditativen Zustand gehabt. Und dann habe ich mir so gedacht, stell dir mal vor, dein Bewusstsein geht aus deinem Körper. Ich hab so im Bett gelegen und habe gedacht, ey, wo ist dein Bewusstsein eigentlich? Das war schon, ich glaube, es sind schon auch die ersten Schritte in diese Richtung. Ich dachte mir so, wo ist dein Bewusstsein eigentlich jetzt gerade so? Was ist, wenn du das suchen willst? Wo würdest du es finden? Und dann habe ich mir so vorgestellt, okay, was wäre, wenn dein Bewusstsein außerhalb von deinem Körper ist und so eine Sachen. Da dachte ich mir, dann, genau gestern habe ich auch daran gedacht, wie wäre es, wenn ich jetzt mein Bewusstsein aus meinem Körper rauslenken könnte und dann
nicht sehen könnte. So. War es dann doch so, dass ich mich vollkommen frei dabei gefühlt habe. Also das war so ein Gefühl, als ob genau das der normale Zustand ist, den man sonst eigentlich hat. Und in dem Moment, als mich die Angst dann auch so ein bisschen gepackt hat, so hey, da unten liegt gerade mein Körper und ich weiß auch nicht, was das hier gerade alles so für ein Zustand ist, kann ich überhaupt zurück zu meinem Körper, wie funktioniert das Ganze? Und genau in dem Moment hat sich diese Getrenntheit wieder zusammengeführt und das war so eine Art Gefühl in mir. Und das hat sich auch deutlich gemacht, indem ich von der Zimmerdecke auf meinen Körper gerast bin, also mit meinem astralen Körper, bin ich in Richtung meines physischen gerast, hatte erstmal mächtig Angst vor so einem Aufprall, aber genau in dem Moment vereinten sich einfach beide Körper und ich erwachte wieder ganz normal in meinem Alltag. Ja, das war genau in dem Moment, wo die Angst kommt und so, ne? Sowas hält einen dann natürlich davon ab. Das Bewusstsein im physischen Körper und lag dann so quasi in meinem Bett. Und genau das war sie, meine allererste Astralreise. Im Bett angekommen war das Erste, was ich so richtig wahrgenommen habe, meine Emotionen, also wie mein Herz wie wild gepocht hat, wie das Adrenalin so durch meine Blutbahn geschossen ist und wie so langsam die Angst verflogen ist, aber ein extrem berauschendes Glücksgefühl übrig geblieben ist. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du in einem Moment erlebst, dass du getrennt von deinem Körper existieren kannst, also wenn es für dich bewiesen ist, dass dein Bewusstsein getrennt von deinem Körper existieren kann und du quasi ein Leben nach dem Tod haben kannst, dann ist das wirklich ein sehr transformierendes Gefühl. Und dieses transformierende Gefühl muss erstmal im Verstand sortiert werden. Also die komplette Weltanschauung dreht sich ja eigentlich in diesem Moment und es dauert einfach ein paar Tage an, bis diese ganzen Gefühle, Emotionen verarbeitet werden konnten, bis die Gedanken sortiert werden konnten. Digga, krass. Und ja, aber nachdem ich so ungefähr... Ey, mit dem Bruder müsste ich eigentlich mal einen Talk machen, gell? Higher Mind, Alter. Den werde ich mal anschreiben. Erlebt habe, wie sich eine Astralreise anfühlt und wie man diesen Zustand wieder auslösen kann, habe ich immer mehr Astralreisen erlebt und habe dann auch gelernt, wie man diesen kurzen Moment der Getrenntheit verlängern kann. Also wie man viel verrücktere Abenteuer in so einer Astralreise erleben kann. Denn ich habe wirklich sehr crazy Sachen erlebt. Der Maruto gesagt, ich mag dein Grinsen gerade, Bro. So. Ich bin in die Vergangenheit gereist, habe dort Erlebnisse aus meiner Kindheit wiedererlebt, habe Parallelwelten besucht, die ganz anders sind als unsere Welt, also in der ganz... Boah, Digga, der Bruder hat bestimmt auch sehr viel zu erzählen. ...andere, ne? Naturgesetze gelten. Ich habe auch Reisen in mein tiefstes inneres Selbst unternommen und habe Antworten auf Fragen über unsere Existenz finden können und habe auch herausgefunden, was das alles mit dem Bewusstsein überhaupt auf sich hat. Eine Astralreise ist wirklich eine sehr faszinierende Fähigkeit, die den normalen Bewusstseinszustand einfach wirklich nur jämmerlich erscheinen lässt, so im Vergleich. Wer sein Bewusstsein erweitern möchte, der sollte sich diese Fähigkeit unbedingt aneignen. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, sie zu erlernen, aber genau deswegen habe ich auch dieses Buch hier geschrieben. Das Video ist von 2017, okay, heftig. Higher Mind, Bro, follow it in, man. Der kriegt auf jeden Fall ein Follow von mir und ein Abo hier auch. Wie schön, sagt Miss Sherry. Ich hätte das auch mal gern erlebt. Was heißt hätte? Du bist ja noch da. Du lebst noch. Also let's go. Kauf dir das Buch oder warte, bis ich den Talk mit dem Bruder gemacht habe. Und dann geht's los.